Hallihallo, ich begrüße euch alle zu Spanisch lernen mit Conny und heute mit Bildern rund um den Leuchtturm von Maspalomas, El Faro de Maspalomas. Ja, wir widmen uns heute mal den nächsten Zahlen und fangen bei der 60 an und es geht bis 100. 60, 60. 61, 61, 61. 70, 70, 70. 71, 71, 71. 80, 80, 80. 81, 81, 81. 90, 90, 90, 91, 91, 91, 100, 100, 100. So, und dann nehmen wir mal eine Zahl, zum Beispiel die 127. 127. 127. Und die 153. 153. Das ist die 153. 153. Ist also nicht so schwer. Immer wieder üben und vor allem laut aussprechen. So, und dann, wir hatten ja schon mal das kleine Verb sein, ser im Spanischen. Und zwar ist das also für feststehende Sachen, die also nicht verändert werden können, wie zum Beispiel eine Nationalität. Ich bin Deutsche. Yo soy Alemana. So, wir gehen also mal die ganze Konjugation durch von dem Verb ser. Und zwar ist das ich bin, yo soy, du bist, du eres, er, sie, es ist, él, ella, es, él oder ella, es. Wir sind, nosotros somos, nosotros somos, ihr seid, vosotros sois, und sie sind, ellos son. So, und das natürlich auch immer wieder wiederholen, denn sonst bleibt das nicht im Kopf. So, und dann haben wir mal noch die Fragewörter. Und zwar haben wir da was, qué, warum, por qué, wohin, adonde, adonde. Wer, quién, quién, wie viel, cuánto, wann, cuándo, woher, de dónde, und wo, dónde, dónde. Also die sind eigentlich einfach zu lernen und das ist auch mit der Aussprache nicht so schwierig. So, ja, dann bedanke ich mich für meine lieben Abonnenten. Danke fürs Teilen und wir hören uns das nächste Mal. Hasta la próxima vez.